Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und dein Partner bedrückt dich und das wird dann auch noch von Millionen von Menschen im Fernsehen ausgespielt. Das ist die wahre Geschichte hinter einem der größten Skandale in der WWE und dabei begann alles mit einer ganz normalen Liebesbeziehung. Lita und Matt Hardy waren damals das Paar im Wrestling und sowohl im echten Leben als auch vor den Kameras zusammen. Doch dann kam Edge ins Spiel, einer der größten Stars der WWE, und alles nahm eine unerwartete Wendung. Hinter den Kulissen begannen Lita und Edge eine Affäre und Matt Hardy erfuhr schließlich davon im echten Leben. Die Situation war so intensiv, dass Hardy extrem verletzt war und diese Dreiecksgeschichte letztendlich in einen öffentlichen Skandal mündete. Aber hier hörte die Geschichte nicht auf. Die WWE hat diesen echten Betrugsskandal tatsächlich in eine Show eingebaut. Sie machten daraus eine Storyline, in der Matt, Lita und Edge ihre echten Konflikte vor der Kamera austrugen. Alles für das Publikum und für Millionen von Zuschauern. Die Fans waren schockiert, denn plötzlich wurde eine private, persönliche Tragödie zur öffentlichen Show gemacht. Matt Hardy wurde schließlich sogar kurzzeitig von der WWE entlassen und viele fragten sich bis heute, ob die WWE mit dieser Storyline nicht eine Grenze überschritten hat. Wie würdest du dich fühlen, wenn deine persönliche Tragödie auf der großen Bühne ausgeschlachtet wird? Am Ende führte das Skandal zu einem der umstrittensten Momente in der WWE-Geschichte und änderte für alle Beteiligten das Leben.